Hallo und willkommen bei einem neuen Adventure-Projekt. Ich spiele hier The Raven, das Vermächtnis eines Meisterdiebes, glaube ich. Und ja, das ist eigentlich ein recht neues Adventure von King Arts. Die hatten auch solche Adventures wie The Book of Unwritten Tales, was sehr lustig war. Ich glaube, die Fortsetzung haben sie auch gemacht, das habe ich aber noch nicht gespielt. Mal gucken, ob ich irgendwann mal nochmal dazu komme, eventuell The Book of Unwritten Tales und halt die Fortsetzung, da die Viehchroniken, auch noch irgendwie zu Let's Playen. Aber es verspricht da nichts, sondern wer es sich dafür interessiert, sollte es selber mal spielen. Aber vielleicht, werde ich das dann auch noch mal irgendwie hier auf die Platte schmeißen und mal spielen, beziehungsweise mir den zweiten Teil dann holen. Ah, das hier ist, The Raven ist eine Art, Detektiv-Adventure, eher zu vergleichen mit Sherlock Holmes. Also, man sollte jetzt nicht hier auf die Schenkelklopfer und Brüller hoffen, auch wenn sie halt vorher lustige Adventures gemacht haben, dass da ist dann doch irgendwie ein etwas ernsteres, in dem wir sehr wahrscheinlich wieder viel rätseln müssen und viele Beweise sammeln müssen und kombinieren müssen. Und ja, ich glaube, das gibt es in drei Teilen, soweit ich weiß. Also es ist ein komplettes Adventure, aber die veröffentlichen das so in drei Kapiteln. Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das zweite ist auch jetzt schon raus. Ich glaube, das dritte kommt dann irgendwann Mitte September oder sowas. Bin auch noch nicht so ganz sicher, wie das überhaupt da mit diesen Teilen funktioniert. Wie man das mit dem Download dann halt macht. Werde ich dann alles zu gegebener Zeit dann sehen. Aber ich glaube, ich fange jetzt hier einfach an. Neues Spiel. Einstellungen habe ich schon soweit gemacht. Ich hoffe, das passt soweit von der Lautstärke her. Deswegen spiele ich lieber meine Spiele immer etwas leise. Dann muss ich auch nicht so in mein Mikro brüllen. Hier steht noch irgendwie nicht verfügbar. Keine Ahnung. Deswegen müssen wir mal gucken, oder muss ich dann halt gucken, wie das da funktioniert mit diesen Kapiteln. Ich weiß nicht, wie lang die Kapitel sind. Aber ich versuche, das in einem Let's Play irgendwie unterzukriegen. Weil es gibt ja dann eh nur jede Woche 5 Teile. Insofern, ich denke mal, Kapitel 1 wird lang genug dauern für, so lange, dass man dann halt auch die einzelnen Kapitel da weiterspielen kann. Okay, was Tipp im Tagebuch? Kannst du dir Tipps geben lassen, wenn du feststeckst? Na toll. Feststecken werden wir bestimmt öfters. Des Raben. Kaum wird einer von denen erwischt, übernimmt seine Brut. Hey, Harold, hast du das schon gelesen? Harold? Harold? Hörst du? Das ist ein schlechter Zeitpunkt für Späße.
Polizist. Ich bin auf Ihrer Seite. Ein Polizist? Was machen Sie hier? Und wo ist Harold? Harold, da hinten liegt eine ohnmächtige Wache. Das könnte er sein. Das Auge der Sphinx. Wo ist es? Es ist da. Oh, gut. Dann hat er es noch nicht. Etwa der Erbe des Raben? Psst, machen Sie die aus. Er will den Stein stehlen. Aber woher wissen Sie das? Das spielt keine Rolle. Wir werden dem Dieb das Handwerk legen, verstanden? Ja, aber... Verstehen Sie nicht, was das bedeutet? Sie und ich, Mann. Wir wären Helden. Gut, in Ordnung. Nun müssen wir... Was? Halt! Stopp! Sie sind verhaftet! Zum Spielen. Ich bin im Dienst. Du bist lustig, aber du siehst gar nicht wie ein richtiger Polizist aus. Du hast gar keinen Revolver. Ja. Nervige Kinder. Dabei wollte ich doch nur ein Buch hier lesen. Verdammte Axt. Na gut, ja. Wer bist denn du eigentlich? Wie heißt du, Junge? Ich heiße Matthew Miller. Und wo kommst du her, Matthew Miller? Aus Dillsburg, Pennsylvania. Aber jetzt wohnen meine Mom und ich in England. Sie kümmert sich um eine alte, reiche Frau. Und gerade sind wir auf dem Weg nach Venedig. Dort wollen wir mit einem großen Schiff fahren. Beeindruckend. Du hast ja schon die halbe Welt gesehen. Ich habe mein ganzes Leben in der Schweiz verbracht. Klingt ziemlich langweilig. Naja, kommt drauf an. Ja, was hier? Spielzeugpistole? Und was ist mit der Waffe? Wozu brauchst du die? Ich bin der Rabe. Der ist totgeschossen worden. Also brauche ich jetzt eine Pistole. Tote Vögel brauchen keine Waffen. Lebendige auch nicht. Weißt du etwa nicht, wer der Rabe ist? Er ist der größte Einbrecher aller Zeiten. Er hat Bilder aus dem Louvre geklaut. Und diese ganz wertvollen Eier mit Gold und Diamanten. Und Bobby Dobbs sagt, er hat die Kronjuwelen gegen Glassteine ausgetauscht. Ich weiß, wer der Rabe war. Auch wenn ich das mit den Kronjuwelen nicht ganz glauben kann. Jo, das glaube ich auch nicht. Gut. Also, wir sind dem größten Dieb aller Zeiten hier auf der Spur. Weißt du, dass es heutzutage viel gefährlichere Einbrecher als den alten Raben gibt. Vor 2 Tagen wurde ein wertvoller Rubin aus dem britischen Museum gestohlen. Es gab eine Explosion. Eine Wache wurde dabei verletzt. Ehrlich? Tja, und weißt du, was die Presse schreibt? Sie reden zu viel, Wachtmeister. Zellner, Monsieur. Anton Jakob Zellner. Oder hat er Sie mit seiner Waffe bedroht? Nein, Monsieur.
Abmarsch. Inspekteur Legrand, es ist mir eine große Ehre, mit einer Berühmtheit wie Ihnen zusammenarbeiten zu dürfen. Wir sind der Schweizer Polizei dankbar für Ihre Unterstützung. Am besten bleiben Sie hier sitzen und behalten alles im Auge. Ja, ja, der will uns hier irgendwie nur loswerden und wir machen irgendwie einen sehr erschrockenen Gesichtsausdruck. Also irgendwie so, huch. Ja. Ja, was ist denn hier überhaupt los? Aber Monsieur, Ihre Reise in diesem Zug ist doch mehr als ungewöhnlich. Hat es etwas mit dem Einbruch im Britischen Museum zu tun? Nun wirklich nicht. Und der Tresor? Was hat es damit auf sich? Ich informiere Sie, sollten wir Ihre Hilfe benötigen. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden... Sie finden mich den Rest der Fahrt im ersten Transportwaggon am Ende des Zuges. Ich bin nicht hier, um die schöne Landschaft zu genießen. Ich bin ein guter Beobachter. Und ich habe mir eine scharfe Kombinationsgabe angeeignet. Mit dem da? Ich habe die Leute auf dem Bahnsteig in Zürich beobachtet. Ich weiß zum Beispiel, dass der Mann dort ein Geigenspieler ist. Das wäre beeindruckender, wenn er keinen Geigenkoffer neben sich liegen hätte. Und ich glaube, dass der Herr im nächsten Waggon ein deutscher Arzt auf dem Weg nach Italien ist, der dort eine neue Stelle annehmen will. Wie kommen Sie darauf? Auf seinen Manschettenknöpfen ist ein Esculap-Stab eingraviert. Und er hat ein Wörterbuch bei sich, deutsch-italienisch. Vielleicht macht er Urlaub in Italien, wandelt auf Goethes Spuren. Zu viel Gepäck. Und nein, er will auch nicht seinen Ruhestand in Italien verbringen. Die Koffer sind zu schäbig, als dass ich glauben würde, dass er sich mit Ende 50 seinen Ruhestand leisten kann. Also schön, Wachtmeister... Zellner. Wachtmeister Zellner, wenn Sie so ein cleverer Kerl sind, was tue ich hier im Zug? Nerven. Urlaub macht er sicherlich nicht. Wie hat er denn eigentlich hier den Anzug geknöpft? Also das geht doch gar nicht, oder? Er sucht jemanden, er bewacht etwas. Er ist im Frachtwaggon. Also würde ich mal sagen, er bewacht etwas. Ich denke, Sie bewachen etwas. Aha, und das wäre? Ja, was auch immer in dem Tresor da drin ist. Das kann ich nicht wissen, aber es muss sehr wichtig sein. Wieso? Sie sind sehr wichtig. Man würde Sie nicht auf den Fall ansetzen, wenn es sich um eine Lappalie handeln würde. Mal angenommen, wir würden in diesem Zug tatsächlich etwas sehr Wichtiges transportieren und es wäre mein Job, für seine Sicherheit zu sorgen. Warum wimmelt es dann hier nicht von Uniformierten? Ja, normalerweise will man so keine Aufmerksamkeit erregen. Ja, es ist eine Falle, würde ich sagen, das kann man miteinander kombinieren. Obwohl für eine Falle müssten eigentlich auch mehr Männer da sein. Mehr Männer sind unnötig. Nee, ja, keine Aufmerksamkeit. Sie wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Eh wieder. Aber warum nicht? Ja, gut, dann ist es halt eine Falle. Es ist eine Falle. Ah, jetzt geht aber Ihre Fantasie mit Ihnen durch. Naja, schon irgendwie beeindruckend. Aber je weniger Leute involviert sind, desto besser. Wir kommen ohne Sie zurecht. Nein. Wie nein? Nein, ich kann behilflich sein und ich werde behilflich sein. Sie befinden sich in meinem Land und ich bin abkommandiert worden, um Sie zu unterstützen. Genau das werde ich tun, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Genau. Clever und hartnäckig. Ihr Engagement ehrt Sie, Zellner. Aber bei diesem Fall habe ich das Sagen und ich brauche Sie nicht. Bon voyage. Aber woher wissen Sie das? Arroganter Schnösel. Oh, hallo. Du hast geschummelt. Was habe ich? Ich habe gesehen, wie du mit dem deutschen Arzt auf dem Bahnsteig gesprochen hast. Er hat dir alles von sich erzählt. Und du hast eben nur so getan, als hättest du richtig kombiniert. Und wenn schon, weißt du, wer das ist? Das ist Inspektor Nicolas Legrand. Den muss man beeindrucken, wenn man mit ihm zusammenarbeiten will. Ich werde ihm alles erzählen. Du würdest mich tatsächlich verpetzen? Und das an den Polizisten, der deinen Raben erschossen hat? Der war das? Mhm. Hat den berühmtesten Einbrecher Europas gejagt und getötet. Das war der Start seiner Karriere. Dem werde ich nichts erzählen. Würde ich auch nicht. Also gut, Matthew. Ich muss jetzt arbeiten. Alle nennen mich Matt. Naja, außer meine Mom. Die sagt Matty zu mir. Als wäre ich noch ein kleines Kind. Ja, du bist auch so ob wahnsinnig ich auch erwachsen. Dabei haben will oder nicht. Ich werde die Augen offen halten. Vielleicht kann ich seine Meinung ändern.
Okay, was möchten Sie etwas über die Spielsteuerung erfahren? Erklär mal. Betrachten Sie das Butterbrotpapier. Betrachten, klicken Sie einfach an. Klicken Sie mal das Butterbrotpapier auf dem Tisch an. Jo, alles klar. Ah, da kriegt man so eine Lupe. Alles klar. Heute früh dachte ich, ich hätte vor lauter Aufregung den ganzen Tag keine Uhr. Gott sei Dank habe ich mir aber dann doch ein Butterbrot mitgenommen. Jo, und direkt noch hier so ein Apfel mit. Nimm das Butterbrot. Ja, dann kriegt man so eine Hand. Alles klar. Schön, er das zusammenfaltet. Was? An den unteren Bildschirmrand? Ah, da. So, jetzt habe ich hier das Butterbrotpapier. Mit dem Apfelrest, okay. Ja, muss das aber nicht unbedingt... da so immer in deine Tasche stecken. Ich habe das Kerngehäuse ins Butterbrotpapier gewickelt. So kann ich es mitnehmen, ohne dass meine Hosentasche feucht wird. Trotzdem würde ich beides lieber nicht mit mir herumtragen. Ja, da hast du recht. So, was innerhalb miteinander benutzen, klick sie einmal mit dem Links. Ach, hier ist Papierservierte. Okay. Ah, Moment, ziehen. Die Serviette war beim Croissant dabei, das ich mir am Bahnhof gegönnt habe. Die brauche ich jetzt auch nicht mehr. Wieder faltet er das so wunderschön zusammen. Ja, und weg damit. Ach hier, ab. Wieso schmeißt du das nicht hier rein? Oder ist das kein Müll? So Mülleimer-Dingsi. Okay, was haben wir denn hier alles? Ich sehe schon, hier haben wir ein Buch. Das Pfarrhaus im Spiegel. Eine Kriminalgeschichte meiner Lieblingsautorin, Lady Clarissa Westmacott. Ich versuche schon seit Jahren, meine Theatergruppe zu überzeugen, eines ihrer Stücke auf die Bühne zu bringen. Das hilft mir dann nicht weiter. Der Geiger ist jung und attraktiv. Und er fährt durch die schönste Berglandschaft der Welt. Man kann nur hoffen, seine Geige ist besser gestimmt als er. Naja, aber wenn ihm was an der Landschaft liegen würde, dann hätte er wohl nicht hier das Rollo zugezogen. Ah, er zittert leicht. Grüß Sie. Ach. Ist er vielleicht Österreicher? Ja, wer bist denn du? Wie ich sehe, sind Sie Geiger. Ja, das stimmt. Ein wundervolles Instrument. Nee, Klavierspieler. Die Musik der Geige spricht direkt zur Seele. Deswegen habe ich Sie spielen gelernt. Spielen Sie in einem Orchester? Nein, Orchester sind nicht meine Welt. Ein Solo-Geiger? Die Besten ihrer Zunft kommen viel herum und verdienen eine schöne Stange Geld, wie man liest. Dann gehöre ich wohl leider nicht zu den Besten. Joe. Dachte ich mir schon. Fahren Sie durch bis nach Istanbul? Nein, ich steige in Venedig um. Auf ein Schiff. Ich bin am Weg nach Kairo. Kairo? Ich spiele dort auf einer Vernissage im Ägyptischen Museum. Ich bin sicher, Ihr Auftritt wird ein großer Erfolg. Aber sagen Sie, ist Ihnen hier im Zug etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Etwas Ungewöhnliches? Personen, die sich verdächtig verhalten haben, zum Beispiel. Um Gottes Willen, gibt es einen Grund zur Besorgnis? Alles in Ordnung, mein Herr. Wir Schweizer sind noch vorsichtige Leute. Verstehe. Nein, mir ist nichts aufgefallen. Dann wünsche ich Ihnen noch eine schöne Fahrt. Danke sehr. Ja, danke sehr. Ach, hier aber. Hotspots. Das hier sind Adventure-Punkte? Oder was? Ingame-Menü. Irgendwie ist mir das trotzdem irgendwie zu laut. Drehen wir doch noch ein bisschen hier an der Lautstärke rum.
So, und da war doch hier ein Notizbuch. Der Geiger. Im Großraumwaggon zu sitzt ein Mann mit einem Geigenkoffer. Er behauptet, Solo-Geiger zu sein. Er macht einen etwas angeschlagenen Eindruck. Seine Hand zittert. Er ist auf dem Weg nach Venedig. Von dort soll es mit dem Schiff nach Kairo gehen, wo er ein Konzert im Ägyptischen Museum gibt. Geheimnis, wer ist der Rabe? Finde Hinweise und ermittle, wer der Rabe ist. Okay. Titzen. Finden schließlich ist okay. Kann man hier schon weiterblättern, vorblättern? Oh ja. So, aus dem Britischen Museum in London wurde ein wertvoller Rubin gestohlen. Eines der beiden legendären Augen der Sphinx. Okay, da gibt es also zwei von. Die Presse ist außer sich. Sie beschuldigt den neuen Raben, das Ansehen des alten Raben zu beschmutzen, weil es bei diesen Einbrüchen nie Verletzte gab. Naja. Gut, hat man gesehen, er hat da irgendwas in die Luft gesprengt anscheinend. Oder irgendwie die Falle ging nach hinten los. Kann natürlich auch sein, dass da eher die Polizei da diese Sprengfalle da hatte. Und der Rabe damit gar nichts zu tun hatte. Ich habe es getan. Ich bin aufgestanden und habe dem Hauptmann gerade heraus ins Gesicht gesagt, dass ich den Auftrag haben will. Er war zu überrascht, um zu widersprechen. Inspektor... was? Nicolas Legrand ist uns bei uns in der Schweiz. Das kann ich mir nicht entgehen lassen, was er wohl hier will. Okay, London Post vom 11.09.63. Wieso geht es jetzt hier nach hinten? Legrand jagt den Erben des Raben. Nach Informationen unserer Zeitung hat Nicolas Legrand, 33, französischer Sonderermittler bei Interpol, die Ermittlung im Fall Erbe des Raben übernommen. Legrand gilt in Polizeikreisen als hartnäckiger Ermittler und geschickter Spürhund. Talente, die er erstmalig vor 5 Jahren unter Beweis stellte, als der junge Polizist völlig überrascht Europas meistgesuchten Einbrecher den Raben stellen konnte. Bei der Verhaftung kam es zu einem Schusswechsel, bei dem der für seine genialen Einbrüche in der Bevölkerung bewunderte Einbrecher den Tod fand. Aha. Seit einigen Monaten treibt ein Trittbrettfahrer sein Unwesen, der ebenfalls Rabenfedern an Tatorten hinterlässt, ansonsten aber bei seinen Einbrüchen die Raffinesse des alten Raben vermissen lässt. Bei den letzten 3 Einbrüchen wurden insgesamt 5 Personen verletzt. Oh, okay. Einer davon schwer. Scotland Yard, Interpol und Inspektor Legrand waren für ein Statement nicht zu erreichen. Zürcher Zeitung. Blablablub. Ja, das ist der Inspektor Legrand. Ich weiß nicht, macht hier unser Inspektor Zöllner hier die Zeichnungen selber? Legrand sieht anders aus als auf den Fotos. Älter, abgekämpfter. Er ist immer noch ein erfolgreicher Spürhund, aber es gibt Gerüchte, dass seine Methoden in den letzten Jahren rücksichtsloser geworden sind. Okay. Legrand scheint dem neuen Raben eine Falle stellen zu wollen. Ich sollte mehr darüber in Erfahrung bringen. Alles klar. Der Geiger, da haben wir schon gelesen. Alles klar. Dann können wir hier, glaube ich, zumachen. Und wir beenden dann an der Stelle die erste Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich wieder, wenn wir... einfach mal hier weiter durch den Zug marschieren und gucken, wer da alles mitfährt. Bis dann!